ist da in dieser Werft, als ich zählen kann. Ein echter Jammer ist das. Ich war ganz nah dran, meinen Schatz zu finden. Er wird erstmal voll zerfetzt. Auf die brutalste Art und Weise. Krabbe. Habe ich noch nie gegessen, wenn ich ehrlich bin. Oh, wozu brauchen wir den hier? Ich glaube, mein Schatz liegt in der Richtung. Aber wir müssen mitten durch das Schiff um. Jetzt haben wir noch eine Kanone. Einfach wie so ein wahnsinniger Schießen. Man merkt, dass ich damals viel Counter-Strike gespielt habe. Das perfekte Spielzeug für mich. Ja, da hast du recht. Treff ihn nicht. Ich halte jetzt so. Muss irgendwann reinfliegen. Ne, ich treffe ihn nicht. Das Schiff meint er. Kommt man hier durch? Schießen dann fragen. Na, ich guck mich erstmal um. Nee. Der rutscht. Das sieht das süß aus, wie er hier runterrutscht. Oh, Spyro ist ja mal der süßeste Drache, den es gibt. Einmal zaubern, bitte. Alles abgeschmeißt. Plop, 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 plop. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich Lust mal Dings auszuprobieren. Hummer und Krabbe. Ja, komm, das mach ich. Manuell. Schmeckt dir. Nö, ich hab's noch nie gegessen. Alle sagen, es wäre eine Delikatesse. Ey, hörst du mal auf hier. Aber
Also Seelachsfilet und Thunfisch und so esse ich ja gerne. Aber beispielsweise... Was war denn die Kanone da? War hier nicht gerade eine? Aber sowas wie Sushi oder so, hier der Rapper Kapital, der ärgert mich ja immer damit. Wollen wir asiatisch essen gehen? Ich freue mich immer auf China-Pfanne und so und dann will der mit dir immer Dings essen. Sushi. Und der weiß ganz genau, dass ich Sushi über alles hasse. So eklig. Aua. Carpaccio? Was ist das denn? Noch nie gehört. Irgendein Spinner hat dieses blöde... Das will ich jetzt mal googeln. Was ist Carpaccio? Geht gleich weiter, ich will das nur gerade. Rohes Rindfleisch. Also wenn es gebraten ist, finde ich Rindfleisch ja richtig geil, wa? Aber roh? Carpaccio. Fleisch. Wenn es gebraten wäre, wäre es bestimmt geil, aber so. Könntest mich jetzt auch nicht so mitgewinnen. Dann geht's nach Hause. Wir sind bestimmt auch über viel Eier. Durch die Säure schwimmen. Dann ist das schon. Aua! Das ist schon super. Ach, hier. Okay, ich sehe schon. Gibt es hier zufälligerweise. Ja. Ich hole mir mal lieber einen Sparks mit. Man weiß ja nie. So. Wie komme ich denn da jetzt hin? Alles klar. Ich mache auch nicht mehr lange. Dann schlafen wir schön. Werde morgen Abend oder spätestens Donnerstag wieder online sein. Und wünsche mir Glück bis am Freitag bei meinem Bewerbungsgespräch bei Vodafone. Bis dann. Schau mich erstmal um. Das Zeug nehme ich mal mit, falls wieder der Gierschgeizige kommt. Die Todesplanke. Hey, guck mal, da kommt man da rein. Bin ich hier öfter getaucht. Aber seit die U-Boote patrouillieren, kann ich nichts mehr abstauben. Kannst du dieses U-Boot steuern, das ich zum Verschrotten gekauft habe? Also gut. Drück Sprung, um schneller zu werden. Und wenn du ein U-Boot siehst, fängt der Torpedo an, es anzuvisieren. Sobald es erfasst ist, kann... Okay. Na dann, liebe Freunde, let's go. Ach so, ich verstehe. Was für mich.
Klappbautermann, du bist ein guter Easy. Ich bitte dich ja nur ungern schon wieder um Hilfe, aber da kommt. Verflixt, hüpf rein! Ja, guck mal, so machen wir ganz easy unsere Eier. Wir retten die Eier, machen unsere Eier. Alles klar, Steven. Zwei Treffer. Und da sind Minen, glaube ich. Wasserminen. Schwimmt. Fliegt. Und er dreht um, wenn er mich sieht. Schwein. Wuhu! Endlich ist der Säuresee wieder... Okay. Du kannst das... Komm zurück, von brauch ich nicht. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Ach, ist mir auch egal. Okay, hier war ich noch nicht. Und ich gehe mal stark davon aus, hier muss ich hin. Gerade rechtzeitig. Eine Rhinox Skateboard Gang fordert uns zu einem Rennen heraus. Sie sagen, du wärst lahm als eine Feuerschnecke am Schmelzkrater. Ich hab gesagt, ich hab schon ziemlich schnelle Feuerschnecken gesehen. Pff, danke für das Kompliment. Thank you.
Wahnsinn. Willst du gegen diese Typen antreten? Gut so! Du kannst mein spezielles Rennboard benutzen. Schwieriger diesmal ist. So. Und so kriege ich dann hier Flammenenergie dazu. Okay, das war jetzt richtig schlecht. Oha! Jawohl! Zeig's ihnen!